sind in Kaiserslautern und es ist kein Tag wie jeder andere. Waldhof Mannheim ist zu Gast, erstmals seit knapp 18 Jahren. Ein Spiel, auf das man sich als Sportreporter eine ganze Woche lang freut und die Gänsehaut und das Adrenalin kriechen hoch. Heute heim, wir haben wahrscheinlich 40.000 Zuschauer und dann müssen wir heute heim gewinnen. Nur heute. Nur heute. Ich war nicht gemeint hier, weil nur der Waldhof zählt. Emotionen pur. Emotionen. Erinnerung an die früheren Zeiten, zu Bundesliga-Zeiten, als auch Mannheim noch da war und die heißen Fights. Natürlich hassen wir Lautern. Ist ja klar, wir sind ja Waldhof-Fans. Aber nicht so, dass wir Schwein durch irgendeine Stadt treiben müsste. Das ist eine ganz wichtige Bedeutung. Ja? Vor 18 Jahren das letzte Mal gespielt. Dann eigentlich auch verloren gehabt. Jetzt wollen wir mal zeigen, dass wir wieder da sind und dann wieder zurückkommen. Du darfst Betzenberg nicht unterschätzen. Da musst du Respekt haben davor. Ja? Samter Südwest-Derby. Viel mehr Emotionen gehen nicht. Wir sind drin in dieser Partie. Endlich wieder Südwest-Derby. Wir dürfen uns schon darauf gefasst machen, dass hier richtig wilder Offensivfußball gestartet wird. Verdeckter Schuss, nicht leicht für Timo Königsmann. Super Parade, wichtig in dieser Anfangsphase. Momentan sowas vor dem Kreuz ist er. Valmir Soleimani und da ist das Tor! Gianluca Korte mit dem 0:1. 10 Minuten gespielt. Erster Angriff Mannheim und der Gästeblock geht komplett steil. Es ist Kevin Kraus und das ist also der Ausgleich beim Südwest-Derby. Unsere Fans sind für mich die Besten.